A1.0. Die nebenstehende Skizze zeigt den Axialschnitt einer massiven Edelstahlnite mit der Symmetrieachse MS. Es gilt, AB und CD sind 8 mm, MS sind 28 mm, GN sind 5,33 mm und EF sind 14 mm. Runden Sie im Folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma. A1.1. Berechnen Sie das Volumen V der Edelstahlnite. Es soll also das Volumen berechnet werden. So, um herauszufinden, wie man das Volumen überhaupt berechnen kann, müssen wir zuerst schauen, aus welchen Teilkörpern setzt sich dieser komplette Körper überhaupt zusammen. Wir haben hier einen Axialschnitt gegeben. Das heißt, das soll eigentlich ein Rotationskörper sein, also ein Körper, der hier um diese Achse MS rotiert. Dadurch finden wir recht schnell die entsprechenden Teilkörper, nämlich hier dieses Viereck, wenn das anfängt zu rotieren, entsteht hier ein Zylinder. Ein Dreieck, wenn das anfängt zu rotieren, daraus wird dann ein Kegel. Und dann haben wir hier einen großen Kegel und hier einen kleinen. Andersrum, großer Kegel und hier einen kleinen Kegel. Also hier der kleine Kegel, DGC, und der große Kegel, FGE. So, das Volumen des gesamten Körpers setzt sich also zusammen aus dem Volumen des Zylinders. So, und jetzt fehlt hier oben drauf noch eigentlich dieser Kegelstumpf. Da es jetzt aber allerdings keine Formel für einen Kegelstumpf gibt, behelfen wir uns ganz einfach, indem wir den großen Kegel nehmen und davon den kleinen Kegel einfach abschneiden. Also plus das Volumen des großen Kegels minus Volumen des kleinen Kegels. So, jetzt brauchen wir diese drei Teilvolumen. Fangen wir mal mit dem Zylinder an. Die Volumenformel für den Zylinder finden wir in der Formelsammlung auf Seite 38. Und da heißt es, das Volumen ist gleich r² mal Pi mal die Höhe. So, r², also der Radius, können wir zum Beispiel die Strecke cn nehmen. cn ist auch schon bekannt, nämlich die Hälfte von cd, also 4 mm. Zum Quadrat mal die feste Größe Pi mal die Höhe, und die Höhe ist die Strecke sn oder ns. So, gucken wir nach, welche Größen fehlen. cn kennen wir, wie gesagt, ist 4 mm, die Hälfte von cd, aber die Strecke sn kennen wir noch nicht. Das ist diese da. So, jetzt müssen wir überlegen, wie bekommen wir diese Strecke hier. Und einen kleinen Tipp bekommen wir hier schon aus der Aufgabe selber. Da heißt es, Ergebnisse gm, also diese Strecke hier, sollen 9,33 mm sein. Also die müssen wir jetzt irgendwie berechnen. Und wenn wir uns das mal anschauen, sn ist ja nichts anderes als die komplette Strecke ms, von der man gm abzieht und die Strecke gn wieder zuzählt. Klingt zwar umständlich, aber der Hintergrund ist einfach, dass wir die Strecke gn schon kennen. Und jetzt nur noch die Strecke gm ausrechnen müssen. Und dann können wir es ganz einfach voneinander subtrahieren oder je nachdem addieren. So, wir brauchen also die Strecke gm. Diese da. Um diese Strecke zu berechnen, suchen wir nach geeigneten Dreiecken. Es wäre zwar hier auch mit Hilfe des Vierstreckensatzes möglich, diese Strecke gm zu berechnen, aber ich gehe jetzt einfach mal über den Tangens, weil meistens sieht man den leichter als den Vierstreckensatz. Also wir suchen uns Dreiecke, wo diese Strecke gm drin liegt. Da wäre natürlich dieses Dreieck gem. Von diesem Dreieck kennen wir oben die Seite ME. Das ist nämlich ein halb mal EF, also 7 mm. Aber sonst kennen wir aus diesem Dreieck noch nichts. So, um jetzt die fehlende Strecke berechnen zu können, brauchen wir jetzt entweder die dritte Seite, die uns allerdings nicht gegeben ist, oder einen Winkel, um mit Hilfe von Sinus, Cosinus oder Tangens weiterrechnen zu können.
Einen Winkel kennen wir zwar schon, der uns allerdings nicht weiterhilft, nämlich ist hier ein rechter Winkel, aber wir brauchen entweder diesen Winkel oder diesen Winkel. Schauen wir uns mal schnell an. Den da kennen wir zwar nicht. Berechnen über ein anderes Dreieck wird jetzt auch schwer, weil dieser Winkel in keinem anderen Dreieck drin liegt. Also nehmen wir den vielleicht mal nicht. Schauen wir uns diesen Winkel hier an. Der ist auch unbekannt. Allerdings liegt er in einem anderen Dreieck drin. Nämlich in diesem Dreieck NGC. Und zu diesem Dreieck NGC kennen wir schon zwei Größen. Nämlich einmal, ja, ich heiße jetzt GN mit den 5,33 mm und auch die Strecke CN. Hier ist halb mal CD mit den 8 mm. Wir kennen und wir suchen den Winkel. Wir haben ein rechtwinkliges Dreieck und wir haben die Ankathete und die Gegenkathete. Das heißt, wir können jetzt mit Hilfe vom Tangens diesen Winkel hier CGN berechnen. Also schreiben wir auf Winkel CGN, Tangens des Winkels CGN ist gleich Gegenkathete durch Ankathete. Die Gegenkathete ist also die gegenüberliegende Kathete, das ist die Strecke CN. Und die Ankathete ist die anliegende Kathete, also die Strecke GN. So, setzen wir ein und formen wir um. Das lässt sich jetzt auch mit Hilfe des Solvers lösen. Aber ich mache das jetzt noch von Hand. Also der Winkel CGN ist gleich die Umkehr von Funktion vom Tangens. Und jetzt setzen wir die Größen gleich ein. CN sind die 4 mm geteilt durch GN. Das sind die 5,3 mm. Tippen wir einmal in den Taschenrechner so ein, drücken auf Ist gleich und dann erhalten wir eine Größe von 36,89 Grad. Also dieser Winkel hier ist 36,89 Grad groß. So, jetzt schauen wir nochmal zurück. Jetzt machen wir das gleiche Spiel nochmal. Fast nochmal, nur halt im großen Dreieck. Wir kennen jetzt diesen Winkel hier und wir kennen diese Seite und diese Seite ist gesucht. Wenn das der Winkel ist, ist das die Gegenkathete und das die Ankathete. Also wieder Gegenkathete und Ankathete. Das heißt, wir brauchen mal wieder den Tangens. Und ja, diesmal gilt es für die Strecke GM. Hier ein Fragezeichen dahinter. Was dann heißt, Tangens vom Winkel, ja, nenne ich ihn, ja, mach mal CGN. Ist gleich Gegenkathete durch Ankathete. Die Gegenkathete war jetzt in diesem Fall die Strecke ME durch die Strecke GM. So, setzen wir die bekannten Größen ein. Tangens von der Winkel ist ja diesmal bekannt. 36,89 Grad ist gleich. So, ME ist ja die Hälfte von EF, also 7 mm. So. Geteilt durch die Strecke GM. So, das muss ich jetzt noch umformen, damit ich es auch schön in den Taschenrechner einsetzen kann. Auch hier gilt wieder, dass es auch über den Solver lösbar wäre des Taschenrechners. Aber den wollen wir nicht benutzen, zumindest jetzt gerade nicht. Und dann folgt daraus GM ist gleich 7 mm geteilt durch die Tangens von 36,89 Grad. Nochmal auf Ist gleich drücken und dann kommt raus, die Strecke GM sind die 9,33 mm, wie hier in unserem Ergebnis verlangt. So, jetzt da wir GM haben, gehen wir nochmal hoch ins Bild. GM ist also 9,33 mm, damit können wir jetzt die Strecke MN berechnen, nämlich 9,33 mm minus
den GN, also 5,33 mm, und dann bleibt für MN noch 4 mm übrig. Schreibe es mal schnell auf. MN. Ja, MN lässt sich berechnen aus GM minus GN. Also hier GM minus GN. Und ja, das sind die 9,33 mm minus die 5,33 mm. So, jetzt brauchen wir ja abschließend noch SN. Und SN lässt sich jetzt berechnen aus der Strecke MS minus der Strecke MN. Also, SN doch passt, ist gleich. Folgt SN ist gleich die Strecke MS minus die Strecke MN. So, MS, schauen wir nach, wie groß das waren. Das waren 28 mm. Minus die 4 mm. Und das sind dann 24 mm. Soweit, so gut. Also, wir haben die Strecke SN berechnet. Damit können wir jetzt die Volumenformel für den Zylinder ansetzen. Dann schreibe ich jetzt hier unten nochmal neu. Volumen Zylinder ist gleich, da schreibe ich es etwas kleiner. Volumen Zylinder ist gleich R Quadrat, also Cn mal Pi mal die Strecke Sn, also die Höhe, setzen wir ein. Cn waren die Hälfte davon, also Hälfte von Cd, also 4 mm. Zum Quadrat mal Pi mal Sn mit 24 mm. Das kann man ganz normal in den Taschenrechner eintippen und dann müsste ungefähr ein Wert von 1206,37 Kubikmillimeter rauskommen. So, jetzt haben wir den Zylinder. Jetzt fehlt noch das Volumen des großen Kegels. Dafür brauchen wir die Volumenformel. Finden wir auf der gleichen Seite wie der Zylinder. Volumen eines Kegels lässt sich berechnen aus 1 Drittel mal den Radiusquadrat mal Pi mal die Höhe. So, stürzen wir uns zuerst auf den großen Kegel. So, ist gleich 1 Drittel. Jetzt müssen wir natürlich gucken, was ist der Radius des großen Kegels. Jetzt muss ich halt immer nach oben fahren, um die Zeichnungen immer zeigen zu können. Also der große Kegel bei der Kegel FGE. Und von der Grundfläche ist dann der Radius die Hälfte, also EM. Und es waren die 7 mm. Also wieder nach unten. 7 mm zum Quadrat mal die Kreiszahl Pi. Mal so die Höhe. Die Höhe des großen Kegels war die Strecke GM. Die haben wir aber schon berechnet, beziehungsweise steht hier als Ergebnis mit dabei. Also 9,33 mm. Müssen wir also gar nichts groß berechnen. Einfach einen Taschenrechner eingeben. Und dann erhalten wir einen ungefähren Wert von 478,75 Kubikmillimeter. So, jetzt brauchen wir noch den kleinen Kegel. Wiederum gilt ein Drittel mal. So, jetzt müssen wir aber nochmal den Radius überprüfen, weil wir eine andere Grundfläche haben. Vom kleinen Kegel ist die Grundfläche hier die Strecke CD. Radius ist also die Hälfte, also hier wieder die Strecke CN. Und das waren die 4 mm. Also 4 mm zum Quadrat mal Pi mal. Jetzt brauchen wir nochmal die Höhe.
Also wieder nach oben gucken, was ist die Höhe? Die Strecke GM, die ist auch schon gegeben mit den 5,33 mm. Also auch nichts berechnen müssen, Teilergebnisse berechnen müssen und einfach einen Taschenrechner eingeben und dann halten wir ein Ergebnis von ca. 89,31 Kubikmillimeter. So, jetzt müssen wir nochmal das Gesamtvolumen berechnen. Also das große Volumen des Zylinders, also die 1206,37 Kubikmillimeter. Dann haben wir gesagt, den großen Kegel und von diesem großen Kegel nochmal den kleinen Kegel abziehen. Also plus 478,75 Kubikmillimeter minus die 89,31 Kubikmillimeter. Und das übernimmt jetzt auch der Taschenrechner für uns. Und dann kommt ein Wert von ungefähr 1581,81 Kubikmillimeter raus. So, jetzt vergleichen wir nochmal mit oben. Jawohl, Ergebnis stimmt überein mit der Angabe aus der Aufgabe. Und damit wird diese Rechnung gelöst.